Dann geht's auch erstmal zur Taverne. Etwas endet, etwas beginnt. Scheiße, der Hexer! Optional, fang den Zwerg, das machen wir doch gerne. Fußspuren. Meinem Zwerg. Fußspuren. Meinem Zwerg. Fußspuren. Meinem Zwerg. Ja, aber die enden ja hier. Oder auch nicht. Schon gut. Kommt raus. Wie war eure Reise? Gute Überfahrt gehabt? Mit der löchrigen Nussschale von der Nebelinsel? Nur das Mädel könnt vor Glück reden, dass ihr nicht mitgefahren seid. Hättest sowieso nicht reingepasst. Der Kahn war so voll, dass wir fast untergegangen wären. Und nach Fischkacke hat's gestunken. Wie hat es euch hierher verschlagen? Die Geschäfte sind schuld. Schlechte Zeiten, weißt du? Da muss man nehmen, was man kriegt. Brauchen die Leute hier denn Landvermesser? Wir haben uns umorientiert. Setzen jetzt auf Wertsachen. Wertsachen? Sie kommen! Versteckt euch! Was ist denn los? Du hast uns nicht gesehen. Wo sind die Zwerge? Zwerge? Spiel keine Spielchen mit mir, Hexer. Es sind Diebe. Sie haben Darkborgs goldenen Kelch gestohlen. Darkborg? Wer ist das? Der neue Gouverneur von diesem Land. Der Kelch muss gefunden werden. Sag uns, was du weißt. Sonst werden wir dich zwingen. Hier gibt's keine Zwerge. Willst du behaupten, das ist dein Lager? 5 Humpen, 5 Sättel, alles deins? Ich verfolge diese Zwerge schon eine Weile. Sie sind mir etwa 2 Tage voraus. Das Lager wurde überstürzt verlassen. Irgendwas muss sie aufgeschreckt haben. Warum folgst du ihnen? Sie haben mich bestohlen. Gerissene kleine Mistkerle, einen Hexer zu beklauen. Wir müssen weiter. Jo. Wenn du sie erwischst... Ach, vergiss es. Wir marschieren morgen. Jo. Bis denn. Tschüss, tschüss. Mit Ö. Oh, danke dir, Hexer. Hab den anderen gesagt, dass du ein feiner Kerl bist und wir dein Boot nicht hätten klauen sollen. Hab gehört, ihr macht jetzt Geschäfte mit wertvollen Gegenständen. Ja, wir setzen auf bewegliche Dinge. Heutzutage weiß man ja nie, wann man einen vergoldeten Kelch mal gebrauchen kann. Verstehe. Was habt ihr damit gemacht? Der ist weg. Verkauft. An einen Herrn Spiegelei oder so. Lustiger Name. Hat aber gutes Geld bezahlt. Wir hätten es mit ihr geteilt, wirklich.
Aber du siehst mir eher so aus, als würdest du Geld aus Diebstählen nicht annehmen. Ja, du hast diesen rechtschaffenden Blick. Eindeutig. Zu Freunden sage ich nicht nein. Ehrlich gesagt nehme ich gern etwas von dem Geld. Hexermoral. Die Welt geht den Bach runter. Immerhin haben wir sein Boot geklaut. Ja, und ich habe euch vorher gerettet, aber... Da ist Plätze. Beweg dich! Das beste Pferd weit und breit. Na, meistens. Das häufig beste Pferd. Wir marschieren in 2 Stunden. Wer dann nicht in voller Ausrüstung bereitsteht, gilt als Deserteur. Und nehmt euren ganzen... So, die letzten Meter laufen oder mal zu Fuß. Ich komm zurück und hol dich. Versprochen. Du hast mir so viel versprochen. Verbeugt euch vor eurem neuen Herrn und Beschützer. Der edle Herr Darkborg wird dieses Land gewesen wären, wären die Schwarzen mindestens bis zum Jule geblieben. Ist es erledigt? Ja. Ciri lebt ja doch noch. Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Es gehört dir. Ein Hexerschwert. Schwalbe. Oh, wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen, Hexerin. Lass es uns ausprobieren. Ja. Der dritte nördliche Krieg endete mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden. Ohne Radovids taktisches Genie konnten die Nordländer den unzähligen Legionen Emir war Emreis nicht widerstehen. Schwarze Banner wehten über Novigrad und Redanien. Emir war Emreis hatte die Überfälle durch temerische Partisanen satt und willigte ein, Temerien zum kaiserlichen Vasallenstaat zu machen. Die Rebellen legten die Waffen nieder und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken. Und so bekamen die Temerier, ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg, ihr Land zurück. Eine weitere Ironie der Geschichte. Als er mit Radovid fertig war, verfuhr Emhyr mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art. Emhyrs Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten. Händler, Soldaten und Aristokraten. Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen, doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte. Auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter.
Bald erzählte man sich von der Yaruga bis zu den Bergen Koriest, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Während die Regenten Grenzen und Völker verschoben, zogen der Hexer und Yennefer sich in ein ruhiges Leben, fern aller Politik, zurück. Sie frühstückten nachmittags, meistens im Bett, und verbrachten die Tage mit langen Spaziergängen und Gesprächen. Gespräche. Langweilig? Vielleicht. Doch dies hatten sie sich mehr als alles andere gewünscht. Ja, das soll es gewesen sein mit dem Witcher 3. Ich kann euch wirklich empfehlen, auch euch mal die Romane anzugucken. Die sind wirklich gut. Und ja, verabschiede mich hiermit. Den Abspann sehen wir natürlich noch komplett. Da werde ich jetzt aber nicht die ganze Zeit reinlabern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play hoffentlich wieder. Bis dahin.